Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr werdet vielleicht den ein oder anderen Unterschied zur letzten Folge bemerken, denn ich habe ein bisschen was gemacht. Und zwar erstmal geguckt, ob überhaupt noch gebaut wird, gewartet, dass die Wand hier zu Ende gearbeitet wird. Und dann so ein, zwei, drei Problemchen festgestellt. Ich habe hier angefangen, eine Wand drumherum zu bauen. Ich zeige euch jetzt, was ihr verpasst habt. Ich habe angefangen, hier eine Wand drumherum zu bauen. Ich habe angefangen, hier eine Wand drumherum zu bauen. Und außerdem habe ich die Tür hier dauerhaft auf offen gestellt. Der Temperaturunterschied ist trotzdem da. Wir haben hier 13, hier 17 oder 21 Grad. Das heißt, hier entweicht zwar Temperatur, aber nicht viel. Das ist dadurch, dass wir hier sehr stark heizen, kann man auch im Overlay sehen, völlig in Ordnung. Also wie gesagt, hier geht ein bisschen Wärme verlustig, aber warm genug. Deswegen lassen wir die Tür offen, so dass die Angreifer immer einen offenen Weg in die Kolonie finden und daher auch bevorzugt hier durch unseren Empfangsbereich gehen. So, dann was habe ich noch gemacht? Nicht mehr so viel. Hauptsächlich halt dafür gesorgt, dass hier so ein bisschen was fertig gebaut wird, dass wir nicht mehr auf alles warten müssen. Und ich habe definitiv über den Arbeitstab geguckt und mir alle Prioritäten vorgenommen und etwas überarbeitet. Das sind die neuen Einstellungen. Und ihr werdet sehen, dass ich keine Einsen mehr verwende. Die würde ich tatsächlich jetzt für ganz gezielte Notfälle versuchen aufzubewahren. Ich glaube, dass man so ganz gut fährt. Einer von euch hat es zufälligerweise parallel auch beschrieben. Und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Von daher, jo, machen wir so. Selbstverständlich. Hier würde ich tatsächlich nochmal Quarry und Drill auch mit anmachen. Denn das wird später hier eh wichtig werden. Das sind die Arbeiten, um einen Bohrer zu bedienen oder halt einen Steinbruch, den wir noch nicht haben. Aber besser ist, man hat das. So, wir haben nur einen richtigen Handwerker, das Templi. Könnte aber auch noch Doodlecake machen. Von daher würde ich sagen, ja, mach auf drei von mir aus. Der macht hier eh schon Handwerksarbeiten. Von daher passt das schon. Deliver schalten wir hier auch noch ein. So machen wir das dann. Wobei, Moment. Kuzia, nee, das bleibt auch so. Ist alles in Ordnung so. Okay, ich denke mal, das sind die aktuellen Prioritäten. Guli könnte ja auch noch trainieren, hat er zumindest Bock drauf, aber wir lassen das mal sein. Hier wäre noch ein Jäger, aber das lassen wir auch mal sein. Da haben wir unsere Leute für und ja, wir warten jetzt einfach mal, dass das so funktioniert. Lassen wir mal laufen. Ja, aufgeräumt worden ist, der ganze Dreck ist weg. Die ersten Feldfrüchte sind da, wir haben ein bisschen Rationen wieder. Also im Moment läuft es halt einfach mal so vor sich hin. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wir werden dieses Feld hier, dieses hier umstellen auf Mais. So dass der Teufelsgarnpilz, der jetzt fertig ist, noch geerntet wird. Und dann auch auf Mais gewechselt wird. Das halte ich im Moment für ganz entscheidend wichtig, dass wir die Kammer hier wieder voll bekommen. Das Tragen übernehmen inzwischen fast hauptsächlich unsere Tiere, von denen wir viele haben. Und wir müssen natürlich einigen auch wieder noch Gehorsam beibringen. Tragen, da sind die noch nicht alt genug für. Das kommt dann halt, ich glaube, ab dem zweiten Lebensjahr ist es, glaube ich, ne? Oder ab dem ersten schon? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn da? Schlachten. Nein, wir schlachten keins unserer Tiere im Moment. Gut. Hier auch alles okay. Ich bin tatsächlich gefragt worden, warum ich das so mache hier. Kann ich nochmal ganz kurz erklären. Die pennen ja erstmal nachts und stehen dann irgendwann auf. Und dann können die machen, was sie wollen. Zum Beispiel duschen gehen, was essen, hast du nicht gesehen. Dann ist Arbeitszeit, das heißt, da gehen die ihren Jobs nach. Und dann ist nochmal so eine Phase, wo die machen können, was sie wollen. Und dann machen die Freizeit. Und die machen nicht die Freizeit hier morgens oder nachmittags. Und dann ist danach nochmal Sonstiges oder Arbeit, sondern die können nach der Freizeit direkt ins Bett gehen. Weil sonst müssten sie, ich sag mal, angenommen, die würden hier arbeiten und hätten jetzt hier einen Freizeitblock und müssten danach nochmal arbeiten oder Sonstiges machen. Und die sind hier irgendwo draußen, machen hier irgendwas, bauen hier. Dann kommen die zurück, machen zwei Stündchen frei und dann gehen die ganzen Weg wieder zurück, um eventuell weiterzuarbeiten. Das ist Blödsinn. Nach der Freizeit ab ins Bett. So.
So wie wir das ja eigentlich auch machen. Ne? Wir kommen nach der Arbeit nach Hause, machen noch ein bisschen irgendwas, Hobby oder sonst was, duschen, waschen und dann fängt die Freizeit an. Und dann geht man irgendwann ins Bett. Das ist für mich der einzig richtige Weg, es zu machen. Gibt da auch noch andere Ansätze. Soll jeder natürlich auch seinen eigenen Weg machen, aber für mich macht das nur so und nicht anders Sinn. Ja, ich zäune unsere Geothermiekraftwerke ein. Muss allerdings auch sicherstellen, dass dann kein Dach darüber kommt. Denn sonst haben wir da Wärme. Da ist schon passiert, glaube ich. Ja, und ansonsten läuft es eigentlich. Ne? Hier wollen wir auch kein Dach. Ich sage jetzt einfach mal, da kommt kein Dach hin. So. Wir könnten jetzt noch die Pumpe hier einbauen. Aber ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. Wir könnten auch das nächste Geothermiekraftwerk einrichten. Das wäre dann hier. Im Moment sieht es aber so aus, als ob unsere Batterien genügend Strom bekommen. Und wir können auch nochmal ein paar Batterien bauen. Ich würde sagen nochmal 2 pro Strang. Da machen wir gleich 3 draus. Wir sind ja nicht so. Und eine Vorratskapsel ist runtergekommen. Was haben wir denn da? Nanofaser. Oh, die ist auf jeden Fall gut zum Verkaufen. Die werden wir reintragen. Das machen unsere Hunde schon. Und wir haben den Schrein natürlich noch vor uns, den wir öffnen wollen. Das kommt definitiv. Den Wald könnten wir noch einzäunen. Finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlecht oder verkehrt, das zu machen. Deswegen machen wir es mal. Brauchen wir natürlich einen neuen Ein- und Ausgang hier auch. Machen wir dann hier oben hin. Eigentlich sind diese Eingänge hier blöd, weil da kommen natürlich auch vermehrt Leute eventuell mal rein. Aber wir lassen es trotzdem so. Und wir haben relativ viel Holz. Haben natürlich einen Teil gekauft, aber zum Teil werden auch die Bäume inzwischen bewirtschaftet. Und daher würde ich gerne anfangen, 1-2 Holzböden zu legen. Auf jeden Fall hier rein. Aber nicht den Mosaik, sondern die rustikalen Planken. Die hätte ich gern hier drin. So. Wir werden weitere Räume mit Holz auslegen. Bin nur noch nicht sicher, welche. Ja, das Forschungszimmer zum Beispiel. Einfach um ein bisschen mehr Farbe hier reinzubekommen. Weg von dem Steineinheitslook. Boah, jetzt ruckelt das schon wieder so. Oh, ein Polarfuchs macht Jagd auf Cameo. Das ist eins unserer Tiere. Schau mal, hab wieder, boah, wie schnell ich die Meldung gesehen habe. Ich bin ja echt stolz auf mich. Ach, schade. Bleib stehen. Schieß! Oh mein Gott, schieß doch. So. Na, supi. Gut, okay. Keiner hat unseren Hund getroffen. Gäste gehen und sind absolut begeistert. Das ist auch schön. Der Hund wird versorgt, da mache ich mir mal keine Sorgen, das läuft schon. Bauen wir noch ein bisschen Stahl ab, wie viel haben wir denn? 3.500, ja, trotzdem, unsere Leute sollen ja was zu tun haben. Ich wurde gefragt, wie das funktioniert, ich habe es erklärt im Kommentar. Trotzdem, Prügelei, Kuzia mit Harlekin, da ist gleich eine Behandlung nötig, das gucken wir uns gleich an. Trotzdem erkläre ich nochmal, wie es geht. Also, ein Feld auswählen, Rechtsklick auf diese Abbaufläche und dann zusammenhängende Erze abbauen, auswählen. Dann werden die alle markiert zum Abbauen. Okay. So, Dünner darf auch wieder weiterlaufen. Cameo wird versorgt und Kuzia und Harlekin sicherlich auch. Wir gucken mal kurz, was sie haben. Oh, 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 hier ist eine Blutung. Oh, uiuiuiui. Boah, da haben sich aber 2 geschlagen, mein lieber Schwan. Dünner.
Harlequin muss zuerst. Und Doodlecake macht Kuzia. So. Okay. So. Wasser. Frischt sich auf. Pumpenleistung ist inzwischen einigermaßen angemessen zu den Pumpen, zu den Brunnen, die wir angeschlossen haben. Wir werden da in der Hinsicht noch ein bisschen was machen. Auf jeden Fall ist eine Forschung fertig geworden, während ich die anderen Sachen alle umgebaut habe, nämlich die, wir sind gerade, die Wasserfiltration wird gerade geforscht, dann ist es wahrscheinlich die elektrischen Pumpen oder die tiefen Brunnen. So, die tiefen Brunnen, die ermöglichen es uns halt noch viel mehr, viel größeren Einflussbereich zu haben. Also diese Pumpe zum Beispiel macht 2100 Liter pro Tag, holt die nach oben. Und wenn wir jetzt die neue Pumpe dann nehmen, die ich sicherlich auch gleich finde, da den tiefen Brunnen, dann ist der größer. Ach, hier wird nicht mehr angezeigt, weil da schon eine Pumpe steht. Okay. Aber wenn wir das mal... Was ist denn da los? Wieso wird das nicht angezeigt? Okay, es wird erst angezeigt, wenn die Pumpe platziert ist. Interessanterweise scheint hier gar nichts mehr... Doch, da ist doch noch was. Es sind wahrscheinlich auch andere Vorkommen, ne? Weil schaut mal. Dieses Overlay, wenn wir hier mal so gucken... Schaut euch mal, merkt euch mal diesen Bereich hier so. Der ist nämlich anders, als wenn ich diesen hier habe. Also tiefes Wasservorkommen offensichtlich auch an anderen Stellen. Von daher macht es durchaus Sinn, hier oben eine hinzubauen. Die könnten wir auch mal ganz stumpf hier reinbauen. Einfach so mitten auf die Stromleitung. Ja, lieber einen davon abweichend. Gucken wir mal, was der so pumpt. Die pumpt 2259 Liter am Tag. Aber hier ist auch tiefblau. Das ist ein schönes, dichtes Vorkommen. Mal gucken, was die macht. Die kostet nur Stahl. 50 Stahl, das ist ja lächerlich wenig. Eine Geißwurde zahm. Die will ich nicht behalten. Die werde ich schlachten fürs Fleisch. Ah ja, und ich habe bei Dutch die Bewerbung ausgeschaltet, weil ich nicht wollte, dass das passiert, während ich da so ein bisschen rumhantiere. Deswegen mache ich das jetzt wieder an. Ist Cameo jetzt versorgt? Ist versorgt, alles klar. Gut, die Pumpe baut heute keiner mehr fertig. Die Leute schlafen nämlich schon. Ja, und so bauen wir uns hier Stück für Stück ein Paradies auf. Inzwischen eigentlich auch soweit fertig. Ich würde keine weiteren Quartiere bauen. Wir haben noch zwei freie Betten. Und das hier wird das dritte freie Bett, denn das Gefängnis kann jetzt aus meiner Sicht mal aktiviert werden. Oh, wir haben Dutch rekrutiert, ja wunderbar. So, hier machen wir jetzt ein Gefängnis raus. Vier Stück. Und da der jetzt nicht mehr gefangen ist, können wir hier auch ausmachen, ohne dass der noch groß verlegt werden muss. Dann haben wir ein viertes freies Zimmer. Und wir geben dem Dutch direkt mal Arbeit. Also. Feuerwehrpatient ist klar. Das ist ein relativ guter Arzt. Jetzt haben wir aber Doodlecake noch als Nummer, Ghouli als Nummer 3 bezeichnet. Dann soll es dabei auch mal bleiben. Aufsehen. Da hat er 7. Da haben wir auch bessere. Tierpflege kann er sehr gerne machen. Verhandeln eher nicht. Wobei verhandeln ist ja auch so mit Gästen umgehen und da ist er gar nicht schlecht drin. Das lassen wir ihn auch mal auf einer hohen Stufe mitmachen. So, und dann hat er Interesse an diesen Sachen hier. Also, warum denn nicht, sage ich mal. Und da brauchen wir auch ein oder zwei nochmal, die richtig viel reinigen. Und da würde ich sagen, nehmen wir halt auch mal Dutch dazu. Und dann haben wir es auch schon. So, der muss natürlich jetzt auch noch seine Zuweisung bekommen, nämlich das Standard-Outfit, Kräutermedizin und den Arbeitsplan. Moment, ich gucke kurz, ob der Herr eine Nachteule war.
ist er nicht. Ein Raufbold, ein Vielfraß und eifersüchtig. Und der bekommt natürlich auch einen Namen. Ich schaue auf meine Liste. Und wir vergeben Gotcho. Herzlich willkommen. So, hier liegt schon ein bisschen Holz und ich finde, das gibt dem Raum doch gleich ein ganz anderes Ambiente als dieses kühle Grau. Gefällt mir ausnehmend gut. Warum ist diese Armatur weiß? Warum ist diese hier grau und wir haben die doch alle weiß gemacht? Oh, da ist offensichtlich, sind die Farben weggegangen. Möglicherweise war wieder ein Update der Mod und dann verschwinden die Farben wieder. Oh, die Heizkörper kann man auch anmalen. Das finde ich voll in Ordnung, weißer Heizkörper. Die Spüle ist jetzt auch weiß. Die würde ich dann gleich nochmal auf Silber stellen. Die Boiler kann man auch anmalen, okay. Also weißer Heizkörper finde ich klasse. Eigentlich müsste man das mal so machen. Okay. Und dann die Spüle wieder in Silber, weil ja, das ist so der Edelstahl-Look. Nee, das geht noch wohl so. No, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, aber wir machen einfach entfernen, dann kriegt es die Standardfarbe. Und das ist dann schon okay. Weißer Heizkörper, cool, gefällt mir sehr gut. So, Forschung abgeschlossen, Wasserfiltration, das ist gut. Jetzt können wir ein bisschen umbauen. So, neuer Rekrut, Besuchergruppe. Wir haben ja hier unseren Wasseraufbereitungs- und hast du nicht gesehen Raum. Dort werden wir jetzt so ein bisschen erweitern. Das heißt, wir werden zunächst einmal diese Wand abreißen. Und auch direkt sagen, dass wir das hier abbauen möchten. Denn, was wir jetzt bauen, wird ein bisschen platzintensiver sein. Da, die Wasseraufbereitungsanlage. Reinigt 99,99% der Keime, filtert vorhandenes Wasser in Lagertürmen und jegliches Wasser, das von Armaturen verbraucht wird, wodurch das Risiko von Krankheiten beseitigt wird. Das ist eine super Sache. Das stellen wir gleich auf. Ich würde die Wassertürme nur gerne erst verlegen, deswegen warten wir nochmal einen kleinen Moment. Da geht Stromkabel und Wasserleitung durch. Rohre abreißen, Abwasserrohr. Da brauchen wir neue Rohre aus Marmor. Die Stromleitung legen wir auch einmal hier entlang. So, die Wassertürme. Ja, wir warten, bis das fertig ist. Wir legen auch den Boden im rein. Was haben wir hier liegen? Marmor, Flagstones. Wie viel Marmor haben wir denn gerade? 533. Ich nehme mal Sandstein-Flagstones und zwar im ganzen Raum. Und zwar, weil ich Marmor noch für den ganzen Flur brauche. Der soll ja auch nochmal fertig werden irgendwann. Wo sind die Flagstones? Wo verstecken sie sich? Hier oben. Sandstone. Wie viel haben wir? 506? Naja, das reicht auf jeden Fall. Habe ich das gar nicht abgebaut? Ich dachte, ich hätte gesagt, komplett abbauen. Herdenwanderung, Hühner! Das habe ich auch noch nie gesehen. Tatsache, da sind sie. Ach, sieht das niedlich aus. So eine ganze Herde. 23 Hühner. Da kann man schon ordentlich Eier von bekommen, denke ich.
auf einen Schlag alle zähmen, das wäre was. So ein inspirierter Zähmer. Obwohl, das geht ja immer nur für ein Tier, ne? Wenn es einen Zähmer überhaupt gibt. Es gibt ja Rekrutierer und so, keine Ahnung. So, hier wird noch jede Menge Stein gemacht. Wir müssen vielleicht mal neuen Stein auch einsammeln. Ja, komm, wenn wir dann schon dabei sind, dann geben wir unseren Leuten wieder so viel zu tun, dass sie zusammenbrechen. Und zwar noch ein paar Marmorböden. Ja, drumherum haben wir hier schon überall, ne? Außer da. Ja, das ist hier die Frage, was man hier macht. Ich würde sagen, dann machen wir ausnahmsweise mal so. Aber ist hier denn schon komplett drumherum? Ne, da noch nicht. So. Hier haben wir überall. Da auch. Ja, wunderbar. Dann kommt jetzt die Tiles. Oh, das Stück hier. Und das Stück erstmal so viel, das soll reichen. Das ist ja schon genug. So, jetzt können wir hier oben weitermachen. Auf jeden Fall nochmal ein paar Lampen. Sonnenfinsternis. Die kommt auch immer zur rechten Zeit. Gut, und dann versetzen wir die Türme. Ich warte aber, bis der Boden liegt. Ich weiß nicht, ob die dann sonst noch drankommen. So, die Gäste sind begeistert und verlassen uns mit Wertung 94 und hinterlassen natürlich wieder Bier, Neutramin. Oh, 32 Neutramin. Das ist schon nicht schlecht. Da sind wir schon dankbar für. Ja, Sonnenfinsternis und trotzdem genug Strom. Das wäre natürlich toll. Und ein starker Schmerz hämmert im Kopf unserer männlichen Kolonisten durch psychisches Brummen. So, hier liegt der ganze Stahl. Abgebaut ist er. Jetzt haben wir hier auch einen neuen Durchgang. Müssen nicht mehr hier komplett draußen rum, sondern können hier durch. Wofür auch immer es gut ist. Jetzt haben wir es kalt. Jetzt haben wir es hier nur 12 Grad. Weil draußen ist es minus 10. Das ist natürlich schon kühl. 12 minus 10. Die Räume aber alle noch schön muckelig warm. Das ist in Ordnung. Hier ist fast gefährlich. Frage ich mich doch gerade, warum das so ist, weil... Oh, Moment. Ja, wir machen die Tür mal zu hier. So, Tür zu. Jetzt müsste es langsam wärmer werden. Es sei denn, es ist irgendwo noch offen. Aber soweit ich weiß, ist es das nicht. Nanu. Ich glaube, wir müssen einfach sagen oder feststellen, dass es generell zu wenig Heizungen sind für die ganz kalten Temperaturen. Von daher müssen wir noch mehr aufstellen. Hier oben haben wir zum Beispiel noch keine. Stellen wir hier mal noch eine hin. Und zwar hier, weil da die nächste steht. Da haben wir eine stehen, da haben wir eine stehen. Dann stellen wir hier eine hin. Dort steht eine... Dort steht eine. Dann stellen wir hier noch eine hin. Da ist eine.
hier noch eine hin. Schauen wir mal, ob es reicht. Sonst müssen wir uns noch was einfallen lassen. Sprich, vielleicht nochmal einen dritten Boiler oder, nicht Boiler, Heizkessel und vielleicht noch dann einen weiteren Heißwassertank. Irgendwie sowas kriegen wir dann aber auch schon hin. So, ist denn dann die Pumpe mal fertig? Jawohl. Diese Pumpe fördert jetzt 7000 Liter fast. Das heißt, wir können die anderen abreißen. Aber nur, wenn wir die vorher auch noch ans Netz nehmen. Jetzt gucke ich gerade mal, wir haben gar nicht mehr so viel. Ja, doch, Granit haben wir noch am meisten. Ich würde jetzt aber Stahlrohre nehmen. Und dann schließen wir das mal hier an. Na, das gefällt mir nicht. Machen wir so und so. Und dann gehen wir hier da dran. Okay. So, die Sonnenfinsternis ist vorbei. Nicht, dass sie uns Probleme gemacht hätte. Haben wir eigentlich schon Sicherung? Haben wir überhaupt Sicherung als Mod dabei diesmal? Weiß ich gerade gar nicht. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Das psychische Brummen hat auch aufgehört. Da kommen neue Besucher von Miabru. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Wenn die Pumpe angeschlossen ist, kann es gut sein, dass ich die anderen... Wobei, eigentlich Blödsinn, ne? Die brauchen keinen Strom. Die stehen einfach nur in der Gegend. Ich glaube, dass wir sie einfach stehen lassen. So, dann soll es das jetzt mal gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Doc. Ciao.